So, ich muss Toplane ran gegen Rumble. Wir haben den Teemo Support. Eigentlich ist das schon direkt ein Zeichen dafür, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Aber, whatever. Würde mich jetzt auch nicht besonders stören. Hauptsache, versuchen wir einfach mal mit Cho eine gute Laning-Phase gegen Rumble zu bekommen. Die haben ein viel stärkeres Team. Die haben wieder eine Jinx, die haben eine Morgana, die haben eine Katarina, die haben einen Rango und einen Rumble. Die sind so stark. Das Team ist so stark. Ich sehe kaum eine Chance, dass wir auch nur ansatzweise eine Möglichkeit haben, dieses Spiel zu gewinnen. Ich sehe es nicht. Ich sehe es überhaupt nicht. Ja, wir bewegen uns gerade auch wieder auf einer heftigen Losing-Streak, muss man auch wirklich ganz klar so sagen. Aber ich habe einfach als Support keinen Einfluss, dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt Top-Lane spiele, werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit bekämpft oder der Rumble ist auch einfach stärker als ich. Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nicht, wie das im Moment ist, mit Cho gegen Rumble zu spielen. Ach. Naja, bringen wir es hinter uns. Und dann eine Katarina. Wenn die das snowballt, dann ist es vorbei, bevor es angefangen hat. Und die Ori sieht nicht so aus, als ob sie fähig wäre, da irgendwas gegen zu machen. Irgendwas gegen machen zu können. Oh, shit, verdammt. Oh nö, jetzt fängt der Red Buff an. Und der flasht nicht. Und er hielt zu spät. Oh mein Gott, wie schlecht der Varus. Wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht. Shame, shame, shame. Was passiert davon, wenn man geizt und den Morgana-Kun nicht dodgt mit dem Flash? Das fängt so super an. Ist nicht zu fassen, ehrlich. Ja, lieb. Ich gehe da nicht ein. Nee, kriegst nicht. Jo, Katarina erstmal mit Long... Oh, what the fuck, wieso Longsword? Was zur Hölle? Wenn der Invade in die Hose geht. Das startet wunderbar. Wenigstens macht die Ori einen Kill. Was ist mit dem Lümmel los? Jetzt muss ich ja weg.
Oh mein Gott. Könnte ich den denn bitte fehlen? Lee ist da. Nee, Rango, okay. Ich habe leider nicht genug Mana. Okay. Nice. Die Ori ist viel besser als die Katarina. Sehr gut. Das muss auch. Muss auch. Nice. Oh mein Gott. Team-Support funktioniert. Sehr lächerlich. Nein. Die machen mir Angst in der Botlane. Hat er gut gedodged. Zu schnell. Oh, ich hasse das. Mir gehen die großen Kanonen so oft flöten.
Oh, gib mir das auf den Strich, ey. Das war aber knapp. Leider hatte ich keinen Flash. Der Bastard. Verstehe ich nicht, warum der Varus zwischenzeitlich das Target gewechselt hat. Das ergibt sich mir nicht ganz. Oh, ich verpasse jeden Farm, der möglich ist hier gerade. Boah, bin ich schlecht vom Farmen her. Unglaublich. Uri macht einen guten Jump. Wieso trifft mein Kuh nie? Alter, ist das schlecht. Bye bye. Spielt so passiv, der Mistkerl. Ja, sehr schön. Uri ist 7-0. Schön. Sehr, sehr schön.
So muss es auch letztlich sein, als guter Midlaner. Nice. Hat geflasht. Wir haben das jetzt einfach hoch. Ja. Die Dicken, ne? Will einfach nicht funktionieren. Rango ist tot, brauche ich also keine Angst vor haben. Die Uri macht sowieso, was sie will. Hack me! Oh mein Gott, ich hab nichts bekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der neue Cho, dass die Ulti sich nicht mehr zurücksitzt, wenn du damit einen Minion frisst, das finde ich scheiße, weil das macht es zeitlich ja sehr aufwendig, weil du musst halt eigentlich deine Ulti ja hochstacken, ja, weil du davon ja profitierst. Das ist deine Aufgabe, das ist das, was dich im Late Game stark macht, wenn du damit 12 Stacks oder so rumrennst.
Fakten. Wieso sind die alle hier jetzt? Ich dachte, die machen in der Mitte Pressure. Allerdings ist es natürlich auch cool, dass du keine Stacks mehr verlierst. Aber ich fände es besser, wenn man Stacks verlieren kann. Vielleicht nur die, die man im Jungle frisst, ja? Die Champion-Stacks nicht, aber die, die man im Jungle kriegt, die kann man verlieren. Au, das tut weh. 10-1 Shutdown-Kill. Der Timo macht einen ganz guten Job übrigens, ne? Muss man ja wirklich sagen. Anerkennend zugeben. What the fuck, this last hit? Was zur Hölle? Max Range war das, aber locker. Are you fucking kidding me? Der Rumble Burn. Also im Moment mache ich nichts anderes außer sterben. Ja, nicht gut, nicht gut. No, die haben surrendert. Die haben surrendered. Why? Ich komme ja gar nicht mehr ins Spiel gekommen. Sie hätten das verloren. Ja, aber trotzdem. Naja, GG. Laning-Phase war gut. Der Rumble. Zwar passiv gespielt, aber ich habe die Lane dennoch gewonnen.